Eigentlich wollte ich euch diese Agnihotra Feuerzeremonie live vorführen und bin deshalb trotz meiner leichten Herbsterkältung die ganze Nacht wach geblieben. Unter anderem wegen der vielen Zeit, die diese Moderation dazu benötigt. Normalerweise stehe ich dazu gut ausgeruht eine Stunde vor der Zeremonie aus meinem Bett auf. Jedoch, als eben für dieses Video dann die Zeit zum Sonnenaufgang immer näher kam, merkte ich, dass meine Konzentration stark nachließ und daher entschloss ich mich, dieses Agnihotra hier in diesem Video außerhalb der Agnihotra-Zeit vorzuführen. Dadurch konnte ich ohne Zeitdruck für euch eine bessere Dokumentation machen. Aber am Ende dieses Videos werde ich euch zusätzlich ein anderes Video zeigen, das ich vor 2 Jahren in der freien Natur zum Sonnenuntergang gemacht habe. Damit, insofern es über Video möglich ist, hellsichtige Menschen die Agnihotra-Energie wahrnehmen können. Hätte Prometheus den Menschen nicht das Feuer gebracht, dann wäre den Menschen wohl nie ein Licht aufgegangen. Ich möchte Sie wieder zu einer neuen Folge von Krypto TV begrüßen. Heute geht es um Agnihotra, Agnihotra Homa oder man sagt auch Homa-Therapie. Dies ist eine Feuerzeremonie. Und diese Feuerzeremonie kommt aus einer Überlieferung aus den ältesten Schriften, die die Menschheit hat. Das sind die Veden. In den Veden gibt es viele Berichte über technologische, Quantenphysik sogar, aber auch sehr viele rituelle Überlieferungen und daher kommt auch das Agnihotra. Man sagt, dass Krishna zu Zeiten, die vor Zehntausenden von Jahren auf der Erde herrschten, ein Übermaß an Dämonen bei der Erde ihr Unwesen trieben. Da kam Krishna, das ist der höchste Gott, der sich als Mensch inkarniert hat von den Veden. Und dann kam dieser Gott und hat diese Feuerzeremonie ins Leben gerufen, die Agnihotra, wie hier auf diesem Bild, der Krishna. Und dieser Krishna hat diese Feuerzeremonie gemacht, damit er die Erde befreien kann von diesen Dämonen. Und dieses Agnihotra kann aber noch viel, viel mehr. Doch dazu noch etwas später, ja. Aber im Groben und Ganzen geht es eigentlich darum, dass man durch diese Feuerzeremonie den Raum innerhalb von 1 Kilometer in den göttlichen Urzustand zurückführt. Das erreicht man mit dieser Feuerzeremonie. Also, dass je nach Grad, wie die Verschmutzung oder die Verunreinigung energetischer Art des Feldes oder des Ortes ist, je nachdem, so viele Vorgänge braucht man für Agnihotra, dass er dann irgendwann das ganze Feld, der ganze Raum in den göttlichen Urzustand zurückkommt. Und von Mal zu Mal, wenn man diese Feuerzeremonie wiederholt, wird eben dieser Ort immer energetisch kraftvoller und angenehmer und wirklich segensreich. Man verwendet dies auch sehr erfolgreich in der Landwirtschaft. Doch da kommen wir dann auch noch später dazu. Okay. Was braucht man für Agnihotra? Ja? Das ist ganz einfach eine Feuerschale. Das ist eine Pyramide. Ihr seht, die ist auf dem Kopf. Ja. Und das ist eine Kupferpyramide, so eine vorgeschriebene Form haben. Seht ihr schon, sehr gebraucht. Man kann auch Gold hernehmen, aber das ist ein bisschen teuer. Ja. Aber wie gesagt, man benutzt entweder Kupfer oder Gold. Man darf kein anderes Material benutzen. Und wie gesagt, die Form muss auch vorgeschrieben sein. Wo man die dann bekommt, werde ich euch auch später zeigen. Ja. Was man dann noch braucht,
sind ein paar Gefäße. Ich habe hier auch wieder viele aus Kupfer, eine Schale. Da kommt dann der Reis rein, den man dazu nämlich auch braucht. Den Reis. Der soll naturbelassen sein und ein Vollkorn, ein Naturreis sein. Ja. Und die Körner, die müssen komplett ganz sein, dürfen nicht gebrochen sein. Wirklich schöne reine Körner werden wir nachher benutzen. Dann benutzen wir Che, das Butterschmalz. Ja. Also Che kommt der Ausdruck aus dem Ghee, sagt man auch. Ghee oder Che aus dem Indischen. Und das ist nichts anderes als das Butterschmalz. Ja. Die kann man in Reformhäusern erwerben. Sollte eben schauen, dass sie biologisch sind und naturbelassen. Ich bestelle sie bei einem Oma-Hof, weil da weiß ich, dass die Kühe noch die Hörner haben. Also das ist auch ganz wichtig beim Herstellen dieses Ghee, dass die Kühe noch ihre Hörner haben. Weil die Hörner von den Kühen, die dienen als Antennen. Und das ist wichtig für die Milchproduktion. Ja, das ist ein komplett anderes Thema, ja. Und sollte ja auch möglichst medikamentefrei sein, wie wir wissen ja, viele haben ja Antibiotika wie in der Milcherzeugung und etc. etc. Aber zu der Bezugsadresse von den Ghee zeige ich euch später. Und man kann es auch selbst herstellen, das zeige ich euch dann auch später. Okay, dann eben zum Reis, da habe ich noch aus Kupfer eine Zange. Da kann man dann die letzte, oder besser gesagt die erste Zutat benutzen. Das sind hier diese Glotten. Und diese Glotten ist nichts anderes als Kudum. Ja. Denn mit diesem Kudum, wenn der getrocknet ist, sind das Brennstoff. Ich habe sicher schon viele Geschichten gehört in Afrika, da wird auch mit Kudum geheizt und so, ja. Aber gerade Kuhexkremente haben eine sehr, sehr besondere Eigenschaft. Sie sind nämlich antibakteriell, antiviral, das ist der Antimykozid. Das ist nur der Kudum, das ist kein Pferdedum, kein Ziegendum. Nur Kudum hat diese Eigenschaft, dass sie einfach alles desinfizierend abtöten kann, ja. Man legt da oft zum Beispiel Samen, wenn man sie vorher aussehen will, in ein Kuhurin rein, ja. Die, was da wirklich gut erhalten bleiben, die sind dann sehr, sehr kraftvoll und sind die besten Pflanzen, die man daraus ziehen kann. Also nicht umsonst ist in Indien die Kuh heilig. Also, davon abgesehen, dass Milch Babynahrung ist, nichts für Erwachsene, hat die Kuh doch sehr gute Eigenschaften, wie man sieht, ja. Okay, wie wir das jetzt dann alles benutzen, das zeige ich euch dann noch, gell? Wie gesagt, wenn man die Feuerzeremonie ausführt, ja, sind sehr, sehr, sehr wichtige Voraussetzungen notwendig. Zum einen, man kann sie nur zweimal am Tag ausführen und nur zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Ja, man kann mit diesen Zutaten auch andere Zeremonien machen, die heißen dann nicht Agnihotra, die kann man dann x-beliebig am Tag machen, so wie das Amdriambakam, das kann man zu jeder Uhrzeit machen, jeder Tageszeit auch. Das Amdriambakam ist auch ein Mantra, Mantra kommt wieder aus den Veden, das nennt man, Mantren sind heilige Gesänge. Es wird in Sanskrit gesprochen. Die Sprache rezitiert werden, ja. Und zu diesem Mantren gibt es auch bei Agnihotra eine, das ist das Suraye und das Agnaye. Suraye, dieses Mantra rezitiert man, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn die Sonne untergeht, dann rezitiert man das Agnaye Mantra. Da kommen. Okay, wichtig ist auch, dass man, bevor die Zeremonie beginnt, die Pyramide genau richtig einordnet.
dazu gibt es eben ja die Kompasse, ja, und die Kanten hier und hier müssen genau nach Süden und Norden und nach Osten und Westen zeigen. Osten und Westen, Norden und Süden, ja. Und wenn man dann beginnt, hat man die Blickrichtung bei Sonnenaufgang im Osten gerichtet. Und wenn die Sonne untergeht, dann ist die Blickrichtung Richtung Norden. Wir werden jetzt noch an, werde ich euch zeigen, wie so es ausschaut und auch entzünden. Ja. Also jetzt stimmt es bei mir nicht so genau, weil jetzt geht es ja nur um den Vorführung. Es ist auch jetzt nicht genau Sonnenauf- und Untergang. Ja. Zu Sonnenauf- und Untergang ist noch zu erwähnen, dass auch wenn man jetzt zum Beispiel wie ich in Salzburg wohnt, ja, komplett andere Uhrzeit in Acht nehmen muss, wie einer, der was in zum Beispiel Stadtteil-Liefering oder in Max-Klan wohnt, ja, weil die Sonne ja wirklich wandert und die exakte Uhrzeit, die Sonnenaufgang, was man so in den Zeitungen oder bei Wetterberichten lesen kann, die stimmt nicht. Die Seiten befindet ihr zum Beispiel dort an. Also bei dieser Internetadresse, da könnt ihr euch eure Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten für den Platz, wo ihr euer Agnihotra praktizieren wollt, errechnen lassen. Nun also hier auf www.heigl-verlag.de/agnitimer, Agnitimer also, .html. Und hier ist die Seite, da könnt ihr jetzt eure Zeiten errechnen lassen. Als erstes gebt ihr hier eure Adresse ein. Die Stadt, den Staat, die Postleitzahl, Straßennummer und so weiter. Dann, wenn ihr auf Finden klickt hier, dann erscheint auch auf dieser Karte dann euer Platz. Da könnt ihr es dann nochmal genauer nachkontrollieren, ob es auch stimmt. Als nächstes müssen wir jetzt die Zeitzone einstellen. Für gewöhnlich so Linie wie bei uns Salzburg Richtung Berlin rauf, da stellt man die Zeitzone plus 1 ein. Es gibt da auch noch eine Zeitzonenkarte, da könnt ihr dann auch nochmal genauer nachsehen. Doch diese Karte, die zeige ich euch dann bei einem anderen Zeiterrechnungsprogramm. Aber wie gesagt, ihr gebt jetzt eben hier Zeitzone ein. Für Deutschland, für diese Adresse hier oben eben, wäre eben plus 1. Als nächstes könnt ihr hier eintragen, wie ihr euren Zettel benennen wollt, denn ihr könnt jetzt damit dann einen Zettel ausdrucken, wo für das ganze Jahr, für Monat, alle Uhrzeiten der Sonnenauf- und Untergänge drin sind. Also gibt man hier vielleicht zum Beispiel ein bei Titel, den Ort, wo man will, eben das Jahr. Und danach könnt ihr hier auf PDF Download klicken und dann erscheint hier dieser Öffnen mit oder Datei Speicherfenster. Wenn ihr Öffnen mit klickt, wie hier, dann macht sich nur ein PDF auf oder ihr könnt es bei den Häkchen Datei speichern direkt auf die Computer speichern. Ja, und wenn man zum Beispiel nur Öffnen macht, wie hier, dann öffnet sich hier gleich automatisch das PDF. Da seht ihr schon, für das erste halbe Jahr auf der ersten Seite und auf der zweiten Seite ist das letzte halbe Jahr eingetragen. Sehen wir uns nun dieses PDF genauer an. Hier seht ihr für den Januar. Da seht ihr zum Beispiel Sonnenaufgang ist um 8.18 Uhr und 20 Sekunden. Denn die Sekunden sind ganz genau mit einzuhalten. Und hier in diesem Fall bei Sonnenuntergang wäre es um 16 Uhr, 34 Minuten und 45 Sekunden.
Wie ich euch schon gesagt habe, von 8:18 Uhr Beginn hat man 4 Minuten Zeit, das Agnihotra fertig zu machen. Also müsste man dann um 8:22 Uhr und 20 Sekunden fertig sein. Es ist schon am allerbesten, wenn man ganz genau die Zeit einhält und Punkt Sonnenaufgang anfängt. Doch wenn man sich oft nicht so ganz sicher ist, also ich mache es meistens 10 Sekunden nach. Also wie es jetzt hier in diesem Beispiel, fange ich um 8 Uhr, 18 Minuten und 30 Sekunden. Da beginne ich. Weil man kann sich ja nicht komplett sicher sein, wenn man 10 Sekunden später anfängt, dann ist man hundertprozentig in der Agnihotra-Zeit drinnen. Denn fängt man doch zu früh an, ist es wieder wirkungslos. Gut, so viel nun zu dieser Umrechnungstabelle. Wenn man gerade irgendwo auswärts ist, man hat keinen Internet und man bräuchte jetzt doch die Zeiten, dann kann man sich auch ein Programm auf den Computer installieren. Dann kann man unabhängig vom Internet auch die Zeiten für seinen Ort errechnen. Wichtig allerdings sind schon die genauen GPS-Koordinaten. So. Dazu habe ich euch ein Programm hochgeladen. Das könnt ihr runterladen. Die Internetadresse seht ihr wieder hier. Die könnt ihr euch aufschreiben. Dann macht sich hier dieses Fenster auf. Dann klickt ihr hier auf den Download-Button. Wieder auf Datei speichern und dann könnt ihr dieses Programm auf die Festplatte installieren. Wenn ihr sie dann installiert habt, dann hat sich auf dem Desktop hier dieser Button installiert. Wenn ihr den doppelklickt, öffnet sich das Programm. Dann kommt hier dieses Fenster. Nach einer Zeit öffnet sich dann das Programm selbst. Und hier bei den Einstellungen werde ich es euch genau erklären, wie das funktioniert. Als erstes gebt ihr hier den Ort ein. Wichtig zu bedenken sind hier keine Ö-Ü-Äs, wie bei Österreich schreibe ich OE, auch keine Fragezeichen oder sonstige Zeichen, nur reine Buchstaben und Zahlen. Dann als nächstes die Koordinaten, wie hier. Die Koordinaten könnt ihr auch bei Google Earth feststellen. Ja? Schaut bei Google Earth nach und dann findet ihr auch da die Koordinaten. Hier, diese Koordinaten, die ich hier eingegeben habe, beruhen auf dem 10er-System. Also muss ich hier auch umschalten auf 10er-System. So, dann als nächstes würde die Zeitzone 1 plus 1 ist normal 1, wäre minus 1, stände ein Minus davor. Und ich sagte euch ja vorher schon, wenn man nicht genau weiß, welche Zeitzone, dann gibt es eine Karte. Wenn man da auch hier klickt, macht sich diese Karte auf. Und da seht ihr jetzt schon die ganzen Zeitzonen. Unten steht von 0 bis plus 1 plus 2 oder von 0 bis minus 1 minus 2. Und wir haben gesagt, ich bin in Österreich, Salzburg, so muss ich diese Linie hier beachten. Genau. Und dann gehen wir wieder zurück ins Programm, geben wir Zeitzone 1 ein, das passt schon so eigentlich. Und dann kann man jetzt schauen, wo man sich das umrechnen will, auf einen Textdokument oder in Word. In diesem Fall nehme ich jetzt mal ein ganz normales Textdokument, einen Editor. Dann, wenn der grüne Ladestreifen fertig ist, ist es umgerechnet. Und dann muss man diese Datei jetzt aber allerdings finden. Ist es kein Problem. Aber dieses Programm speichert die Datei in Systemdateien rein. Die findet man nicht so leicht. Bevor man lange herumsucht, macht man einfach gleich schnell ein Fenster auf,
irgendeine, so wie da. Klicke auf mein Zählaufwerk, wie hier. Gebe dann den Namen hier oben, rechts oben im Fenster ein, den ich hier links in dem Programm reingeschrieben habe. Also hier Österreich, Punkt, 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 Punkt. Kopiere ich in das rechte obere Fenster rein. Und dann seht ihr, wie hier der grüne Streifen oben entsteht. Das heißt, er fängt jetzt an, diese Datei zu suchen. Wenn er dann gesucht hat, findet er sie, wie hier in diesem Beispiel. Dann klicke ich diese Textdatei an und es macht sich schon auf. Da seht ihr jetzt auch, wie damals in den PDF-Datei, hier in dieser Textdatei sind wieder die Zeiten eingetragen. Hier zur kleinen Erläuterung. Am 1. Januar um 8 Uhr früh und 3 Minuten und 47 Sekunden geht die Sonne auf. Ja, und Sonnenuntergang haben wir hier, 4 steht für 16 Uhr, 27 Minuten und 28 Sekunden. Ja, und somit habt ihr dann auch ohne Internet eure Platz errechnet und dann könnt ihr auch schon mit einem Agnihotra ganz beruhigt und sicher anfangen. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar andere gute Homepages zeigen, über die sich mit Agnihotra spezialisieren. Zum einen der Homerhof in Heiligenberg. Da gibt es auch ein wunderbares Rezept, wo man Che, dieses Butterschmalz, selbst herstellen kann. Dazu einfach www.homer-hof-heiligenberg.de eingeben, dann kommt ihr auf diese Seite. Und all diese Seiten haben auch die genaue Uhrzeit, die werden eben von atombetriebenen Uhren, die sind die genauesten, und da findet man hier links oben auf dieser Seite eben die Uhrzeit und unterbei seht ihr sogar für diesen Tag Sonnenauf- und Untergangszeiten. Obwohl die gelten für Homerhof Heiligenberg. Nicht, dass ihr diese Uhrzeiten für euren Wohnort benutzt, die müsst ihr schon neu errechnen. Aber die Zeituhr hier oben, die kann man schon getrost wahrnehmen. Und wie ihr seht, auf dieser Seite, da seht ihr, was ist J. Und wenn man dann runterscrollt auf dieser Seite, dann kommt man zu einer Rezeptur, wo man dieses Butterschmalz selbst herstellen kann. Beachtet einfach, dass die Milch und die Butter wirklich von Biokühen ist, dass die Kühen eben ihre Hörner noch haben, nicht mit Antibiotika versehen sind. Und so ist es ja auch mit den Kudung. Nun gut, also da könnt ihr nachschauen, wie man das herstellt. Aber muss man ja nicht, das kann man auch bei Homerhof bestellen, dieses Butterschmalz. Seht ihr hier, bei Verkaufsshop klicken. Dann haben wir hier für die Schweiz Bestellungen und dafür Österreich. Wenn man auf das Bild klickt, sieht man da, was man da alles kaufen kann. Wenn man dann auf Bestellung Deutschland klickt, kommt man dann auf eine genauere Liste, wie hier. Gibt es da diese Bücher, ganze Sets zu kaufen, oder man kann sich die Zeiten auch von Homerhof errechnen lassen und dann nach Hause schicken lassen. Und da das ganze Zubehör, wie auch eben den Kampfer, wenn man als Anzündhilfe benutzen kann, Kupferlöffel, Kupferschale und so weiter. Ja, oder ihr geht auf www.homertherapie.de. Kommt der auch in den Shop, da gibt es auch wie hier Angebote, könnt ihr selbst schauen, wo es euch am besten zusagt. Okay, gut, auf dieser Seite sieht man dann auch eben die genaue Uhrzeit
Also wenn ihr keine funkgesteuerte Uhr zu Hause habt, könnt ihr sie auch übers Internet auf diesen zwei Seiten, wie bei Homahof oder bei der homatherapie.de, hier die Uhrzeiten nachsehen, welche gerade schlägt. Aber wie gesagt, für euren Wohnort, da müsst ihr dann schon genauer nachrechnen. Oder da, wo ihr halt das Agnihotra praktizieren wollt. Okay, fangen wir jetzt einmal einfach an. Stellen wir uns vor, es ist jetzt Sonnenaufgang und ich werde jetzt das Mantra Surya Ye rezitieren, ja? Mit den Zutaten dann als Feuerchen auch mit euch da präsentieren. Okay, man fängt so circa 5 Minuten, 7, 5 Minuten vor Sonnenaufgang an. Man fängt exakt bei Sonnenaufgang an. Man kann aber gut die 10 Sekunden nachher, nachdem die Sonne exakt nach Zeit beschrieben aufgeht, auch 10 Sekunden danach anfangen. Ja. Wichtig ist halt, dass man innerhalb der ersten 3 bis 4 Minuten das macht und dass man in den ersten 3 bis 4 Minuten voll konzentriert diese Zeremonie vollführt. Ja. Man sollte aber auch gedankenfrei sein, ohne Erwartungen. Das ist ein sehr, sehr, sehr mächtiges Ritual. Also einfach ganz erwartungslos die Zeremonie machen, einfach in dem Vertrauen, dass das Universum so weiß, was für ein gut ist, und das kriegt man auch. Ja. Man denkt den ganzen Tag über und sein Leben lang über Sachen, was man haben möchte, und das, wenn man dann bei der Zeremonie gar nicht dran denkt, einfach erwartungslos und Freude, voller Liebe ist. Man sollte schon etwas sein, eben voller Liebe, ja, während der Zeremonie. Und sonst erwartungslos einfach das Ritual 3, 4 Minuten lang Minimum genießen, ja. Und wenn auch die Zeremonie vorbei ist, ist am allerbesten, man lässt es nur 12 bis 24 Stunden genauso die Pyramide stehen, ja. Dann kann sich den Raum noch besser entfalten, ja. Denn das Feuer klärt eigentlich nicht uns und die ganzen Dinge, was da umeinander sind, sondern den Raum, die Atmosphäre innerhalb eben von einem Kilometer Durchmesser. bis zu 12 bis 15 Kilometer in der Höhe, glaube ich. Und die Atmosphäre hält dann wieder uns zurück, ja. Also man gibt mit dem Feuer hält man die Atmosphäre und die Atmosphäre hält dann uns. Es wird auch berichtet, das konnte ich leider nicht beobachten. Ich mache es hier und da draußen. Da zeige ich euch eine Stelle, dann, wo ich habe. Aber kann ich nicht so oft machen, weil ich so viel zu tun habe. Aber wenn man das wirklich regelmäßig und monatelang macht, draußen in der Natur zum Beispiel, dann kommen schon sogar vorher die Vögel daher und die ganzen Tiere, weil sie schon wissen, da wird jetzt das wieder praktiziert und es tut ihnen gut, die spüren das. Singvögel, was eigentlich keine Singvögel sind, fangen zum Singen anscheinend an, ja. Und ich kenne, habe schon Menschen getroffen, persönlich, die das draußen machen, bestätigen mal das auch. Okay. Also, bevor wir jetzt noch mal anfangen, bereiten wir uns einmal den Kudung vor, ja. Man kann so viel benutzen, wie man will, ja, da gibt es keine vorgeschriebene Weise, aber ich nehme ungefähr immer so drei längliche und ein kleines, ja. Man kann dann entweder, ich schneide aber ein paar Stickel ab und zeige ich Schichtsysteme, wie es zum Beispiel geht. Weil eben so penibel darauf bedacht wird, dass man Kupfer und Gold benutzt bei der Zeremonie, habe ich mir gedacht, benutze ich kein normales Messer, sondern ich habe eins da aus Keramik. Und dann wird das passen. Und dann die Form, was ich da mache, die ist für den Boden. Kommen wir dann später dazu.
dass man noch andere Schichtsysteme macht, mache ich jetzt. Ich tue jetzt mal einfach. Ja, die sind schon sehr hart. Man muss ja wirklich darauf achten, dass die wirklich sehr, sehr trocken sind. Zum Beispiel, wenn man es draußen macht, eben, ja. Man glaubt gar nicht, aber wenn man sie in der Küche oder im Keller oder sonst wo lagert oder beim Zetteln draußen, dass der Morgentau, und auch wenn es schon Abend wird, der Kuhdung sehr schnell ansaugt und feucht wird und sich dann schwer entzünden lässt. Zum Entzünden draußen, wenn es sehr windig ist, sei es auch das Problem, ja. Da gibt es so Anzündhilfen. Das sind da diese roten, roten, diese weißen Drops. Ihr kennt es alle, das ist Kampfer. Und benutzt man eben dann zum Anzünden. Man muss beim Anzünden eben auch sehr penibel sein beim Feuern, ja. Beim Feuer nie ein Feuerzeug oder ein Gas oder Benzin oder sonst was benutzen, immer nur Streichhölzer, ja. Eben wisst ihr, da haben wir die Streichhölzer, ja. Und höchstens eine Bienenwachskerze, aber auch komplett rein, ohne irgendwelche Zusatzstoffe bei der Kerze, ja. Die Kerze kann man benutzen, ist oft hilfreich, wenn man eben die Stickel dann anzünden muss. Darum habe ich so lange Streichhölzer, die sind auch draußen hilfreich, weil sie länger brennen, die langen Streichhölzer. Und da habe ich dann eine andere Technik, auch die zeige ich euch dann. Man kann es auch eben mit dem Kuhdung selbst anzünden dann. Aber da kommen wir ja dann dazu, gell? So, genau, das wollte ich mal eben sagen. So, wie die Schichtweise geht. Ja, genau. Dann machen wir noch eines. So. Also, ich schneide jetzt schon wirklich viel zusammen, gell? Das sind jetzt schon fast zwei, drei Portionen, wo es so reicherten, ja. Aber man kann sogar alles benutzen. Aber es geht ja nicht wie um den Show-Effekt. Obwohl die Asche, was dann eben zurückbleibt, ist extrem heilkräftig. Benutzt man als Dünger oder als Pulver in Salben, in der Medizin, kann man als Nahrungszusatz verwenden. Denn eben ist es ja auch bewiesen. Asche, es gibt fast nichts Reineres wie Asche, Gesünderes, wenn man aus bestimmten Hölzern Asche erzeugt. Okay, jetzt habe ich mal ein paar so Stückchen zusammengeschnitten. Wie gesagt, ich benutze Keramikmesser. Man muss wirklich aufpassen, dass wenn man dann die Zutaten reingibt und so, dass da keine irgendwelche Tierhaare fremde reinkommen oder sonst irgendwas, ja. Wenn man im Wald ist und es fällt dann zufällig ein Blatt rein, ja, was da ist. Aber man muss schon viel vermeiden, versuchen, ja. So, die Bröseln kann man da ruhig schon da reinschmeißen, die Pyramidenschale. Und wenn man zum Beispiel, es gibt so zwei Größen oder was, nur glaube ich größere Form, aber es geht auch da dann. Wenn man zum Beispiel ein Triambakam, was oft länger brennen sollte, ja, gerade die Zeremonie, weil die macht man auch oft tagelang hintereinander, kann man es machen, entweder ein paar 5 Minuten lang oder Tage durchgehend. Also große Sufis haben das halt drauf, dass Tage durchmachen können. Bis 6, wie so ein Blockhüttenbausystem, ja, aber auch zwar so, dann zwar wieder so, wieder zwar so. Und das brennt dann super aus. Je nach hoch, hoch, wie man das will, gell? So. Also, da wird es jetzt, genau, sicher. Ich kann es euch ja dann rüber zeigen. Da jetzt einfach wieder rein. Da. Gerade die Pyramide hat immer sehr da feine Rillen. So richtige Etagen. Das ist ja schon sehr das Praktische. So. Das ist und dabei schon sehr viel Platz, dass da dann, wo ich den Finger rein tue, ist richtig viel Platz für den Sauerstoff und da ist ganz Feuer super brennen. Das geht man vielleicht ein bisschen weiter raus. Ja, und dann wieder mal wieder so höher.
Sechstens. Ja, ich werde mit euch jetzt die so machen, wie ich sonst das selbst immer mache. Das können wir schon noch dazu nehmen. So. Also drei so Rechtecke mache ich mal zusammen. Da ist Größenvergleich zu der Schale. Okay. Und als letztes noch so ein Quadrat. Gewässer. Quadrat? Ja. Das sollte ungefähr gleich groß sein, so wie der Boden da. Das sollte man halt ungefähr ausfüllen. Wenn es ein bisschen kleiner ist, ist auch nicht so schlimm, ja. Ja, also da. Okay. Wenn man noch an die präpariert haben, die wirst du noch sehen, wie die präpariert werden. Legt man sie, da mal das einmal da drauf, zeige ich das her. So, mal so ist es ausgenordet, ja. Ihr seht es, da ist Süden, da ist Norden, da ist Osten, da ist Westen. Wenn jetzt da sitzt und da Norden ist, dann heißt es, ist Sonnenuntergang, weil mit dem Blick Richtung Norden schau. Da singe ich nachher das Mantra Agnaye. Wenn die Sonne aufgeht, sitze ich da, mit Blick Richtung Osten und singe Suraye. Stellen wir uns vor, es ist jetzt Sonnenuntergang, sitzen wir da, Blick Richtung Norden, das Basisstück kommt da unten rein, dann ist da schräg drüber. Das da legen wir so, dann ist es schon waagerechter. Das da lege ich dann so her. Schaut aus wie ein Tee. Also wirklich so schönes Teeform, ja. Okay. Das Presseln kann man aber wieder dann dazu schmeißen und so, ja. Wie wir das präparieren, sage ich euch. So. Und da haben wir es eigentlich vier Stücke so in Schnitt, ja. Je nachdem Belieben halt kann einer mehr machen, Stücke. Also das ist mein Minimum, würde ich sagen, ja. Okay. Was wir noch gesagt haben, wir brauchen nicht nur diese Teile hier, sondern wir brauchen auch Reis. Ein Reis braucht man nicht so viel. Jetzt haben wir jetzt so viel reicht. Also den Reis muss auch wieder ein Naturreis sein, Vollkornreis, ja. Da. Also wir haben gesagt, dass der Reis wirklich die Körner ungebrochen sein müssen, komplett ganz und halbwegs auch alle in der gleichen Länge, wenn es geht, ja. Okay, schauen wir mal nach. Zack, 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 zack. Alles fein. Okay. Ist das super, der ist gebrochen, da haben wir schon mal an. So, seht ihr jetzt? Also da seht ihr es. Der ist total unförmig auf den Ends, richtig spitz, nicht so abgerundet wie sonst. Und da ist er gebrochen, der ist da gebrochen, der ist hat da gebrochen. Okay, entfernen wir. Und da, das sind die Gewinner, die dürfen mitspielen. So, und diesen Reis, den werden wir jetzt auch mit diesem Che, mit dem Butterschmalz
vermischen. Das Cheo da nicht nur die Eigenschaft, eben, dass es gut brennt, sondern es ist wirklich einfach eine unabdingbare Eigenschaft von der Kuh eben wieder, die was für das Feuer sehr, sehr gebraucht wird. In mythischen Überlieferungen, so wenn man die Gaia vorfindet aus alten Fresken, gibt nicht viel Fresken von der Göttin Gaia, aber wenn man eins findet, dann findet man sie so dargestellt, dass sie zum Beispiel vor einer Brust eben eine Schlange säugt, auf der anderen Brust eine Kuh. Und in anderen uralten Überlieferungen von anderen Völkern heißt es eben auch, dass die Kuh das ganze Universum am Leben erhält, durch die Milch, ja, was sie gibt. Ja. Die Wikingern, wie der auch in der nordischen Sage, ja, es ist ja auch so, dass die Milch, die die uralten Götter genährt haben, so, und ja, aber die Götter haben die Kuh dann umgebracht. Ist egal. Da geht es um etwas anderes. Jetzt haben wir eben beim Reis mischen, ja. Wenn man die ganzen Zutaten da zubereitet, ja, eben auch reine Gedanken haben, ohne Erwartung, nur in Liebe sein, ja. Dann stellt euch vor, wie die Erde gesund ausschaut, einfach, wie sie sich freut, wie alles sich miteinander freut, das Kollektiv und das morphogenetische Feld einfach wirklich in Harmonie, in Glückseligkeit vereint ist. Stellt euch vor, wie sie das anspürt, wie man das riecht, wie das ausschaut, wie sie das anfühlt. Ja? Also wirklich alle Sinne irgendwie aktivieren auf der reinen Liebe und sonst ohne Erwartung. Dann mache ich eben zwei Haufen mit dem vermischten Reis und dem Chi, mache ich zwei Haufen, wenn wir dann, wenn wir das Mantra singen, den Reis benutzen. Und zwar zweimal. Okay. Jetzt schmieren wir aber auch den Kudung ein. Ebenfalls in den Chi, ja. So. Benutzte eben drum auch die ganzen Löffeln aus Kupfer und da die Zange dann da, damit das alles komplett rein bleibt, die Zutaten, ja. Einmal sich aber gescheit die Hand wascht vorher und aber eben mit gescheiter Seife, nicht ohne Parfüm und so, ja. Dann kann man das auch mit Fingern machen, da, mit Fingern dann überhaupt kaputt. Wirklich bedacht sind, dass echt fast keine fremden Zutaten da reinkommen, ja. Und das da gehen wir dann da rein. Jetzt tun wir aber zuerst nur das. Da kommt am Boden. Da haben wir ja gesagt, das viereckige Teil, das Bodenteil. So. Man braucht nicht so viel einschmieren, ja, das hat also die Oberfläche ein bisschen benetzt ist und dann setzt man das da rein. So, und danach tut man das erste Stück Dornrand her. Ich habe euch jetzt erst jetzt gezeigt, wie man die dann aufschichtet, aber wenn es brennt. Und jetzt während des Vorbereitens legt man die anders da rein. Kann einer machen, wie er will. Aber sagen wir mal, das hat sich am beliebtesten durchgesetzt, die Weise. Ja. So, zack, zack. Ganz frech mit dem Finger drauf. Ich habe mir ja voll die Hände gewaschen jetzt. Okay. Dann blitzblank sauber meine Hände. So. Und ihr seht eben, warum man eben früher anfangen sollte, weil die Uhrzeit schnell vorbei ist und dann hat man die Zeremonie
den richtigen Zeitpunkt verpasst und kann dann 12 Stunden wieder warten. So, also, jetzt sind wir dann schon fertig. Wichtig ist, dass man dann ein bisschen G auch noch übrig lässt, gell? Also Ghee, G, Butterschmalz. So. Und so. So, lala. Jetzt habe ich da ein paar Tücher vorbereitet. Die Finger sind dann wirklich wie Sau und dem Butterschmalz. Da ist es schon wieder angenehmer, wenn dann die Zeremonie ist. Und man hat angenehme Finger. So. Also, da ist Butterschmalz. So viel brauchen wir circa dann noch, gell? Ja. Also. Dann haben wir den Reis, 2 Stickel, die Portionen drauf und wenn es jetzt da sitzt, habt ihr jetzt das erste angestrichen, am Boden gelegt, das zweite angestrichen, daher gelegt, das dritte angestrichen, daher gelegt, das vierte angestrichen, daher gelegt. Ja. Wenn man es dann anzündet, ja, zündet man nur die 3 da an, das ist am Boden, braucht man nicht anzünden. Das heißt dann eben, die sind jetzt alle draußen, jetzt zündet man das da an, legt man es eben so her, das zweite da dann her und das dritte bzw. vierte eben dann da dann her. Okay, so Bröselzeug kann man ruhig mit einschmeißen dann, wenn man hat. Okay? Aber wirklich das nur Kudum bröseln sein. So, also. Ja. Wenn die Zange da gut ist, dass man eben auch nicht so die Finger voll schmierig hat, ja. Und auch beim Anzünden, dass man die, wenn man stärkeres Feuer hat, dass man die Finger nicht verbrennt. Aber während der Zeremonie, wenn man dann das anzünden hat und das da drinnen steht, ja, nachträglich nicht mehr herumwerken, wenn es schon brennt, also wenn man das Mantra danach rezitiert hat, wenn das Mantra dann fertig rezitiert ist, dann lasst die Pyramiden bitte so stehen. Minimum 12 bis Maximum 24 Stunden, ist dem, ob man auch nur zweimal am Tag das macht. Ja. Und auch den Reis, was man dazu gibt und alles, wenn so wieder reinfällt, so fällt er rein. Das da nicht herum, weil man es gehört. Man sollte halbwegs genau auf den Kudum zügen mit dem Reis. Und das kriegt man mit der Zeit schon aus. Also das da ist nur zum Benutzen vor dem Mantra, nicht mehr nachher. Okay. Ihr seht, wir haben ja jetzt Herbst, die Erntezeit ist, so wie der Ort eigentlich auch halbwegs neutral sein sollte, ohne Erwartung einige, Entschuldigung, mir juckt die Nase noch ein bisschen. Aber wir sind ja beim öffentlich-freien Fernsehen, da darf man das, gell? Okay, und dies habe ich eben ein bisschen so Kastanien und Kürbisse ausgelegt, sodass man sich ja den Jahreszeiten ein bisschen kann man sich schon anpassen. Ja, das mag die Energie schon sehr gerne. Weil ja die Energieauswirkung auch unterschiedlich von Neumond, Vollmond ist und so. Also das hat schon wirklich jeder seinen eigenen Charakter pro Tag zu Tag. Ja. Kann es wirklich kombinieren, astrologisch und alles Mögliche. Ja, jetzt glaube ich, haben wir so alles beisammen. Wir haben gerade zum Anzünden. Wirklich nur Streichhölzer benutzen oder reines Binnenwachs. Ich benutze dann doch oft den Kudo. Streiche ein bisschen auf, so schnell sich schön anzündet. So. So. Da. Auf wie um mich eine. Genau. Aber so einen alten Kupferschöpflöffel, den habe ich als Kind einmal bastelt.
Und da habe ich zwei Hämatitsteine rein, da, die klemmen das Stickerl zusammen, dass es nicht umfällt. Ich tue Unterlag, dass der Tisch, der Holztisch auch nicht anglüht, abbrennt. Abbrechen. So. Jetzt haben wir es geschafft. Genau, das passt schon so. Also, jetzt soll schon sein, was das gut ist. Dann mache ich vielleicht ein bisschen mehr da her. Weil die Pyramiden, die wird verflucht heiß. Also achtsam damit umgehen, ja. Bevor wir jetzt wirklich beginnen, legt man sie alles schön griffbereit her. Das da, da. Alles wirklich dann schnell gehen muss und dann hat man alles beieinander, da wo man es braucht, dann geht es jetzt zackig. Wie gesagt, ich habe da aber meine Lieblingssteine, die was ich eigentlich, meine persönlichen Steine, die sind auch immer anwesend, ja. Genauso wie da die Mugli Marbles und so weiter, ja. Okay. Gut. Ich würde jetzt vorschlagen, ich werde das Licht ein bisschen dimmen, damit der Effekt vom Feuer besser rüberkommt. Und ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Licht jetzt ein bisschen gedämmt. Damit wird das Feuer dann ein bisschen ambienter. Wirklich noch ganz wichtig, gell, bevor man das da anzündet, wirklich eine feuerfeste Unterlage. Ich habe da Granitplatten. Also kann man machen, was man will, gell, aber es wird wirklich feuerfest sein. Das verflixt heiß. Okay. Da haben wir dann unseren Chai, was wir brauchen, und den Reis. Okay, kommen wir zum Mantra. Sagen wir, es ist kurz vor Sonnenaufgang. Da singt man. Ich werde es jetzt mal vormachen. Surya Ye Swaha. Surya Ye Idam Namama. Prajapataye Swaha. Prajapataye Idam Namama. Okay, jetzt machen wir bei Sonnenaufgang. Und jetzt singt man wirklich nur ein einziges Mal und dann ist Schluss, ja. Es kommt zum Beispiel das Wort Swaha vor. Swaha bedeutet in Sanskrit, ich gebe. Und da gibt man dann eben den Reis. Und Swaha kommt in dem Mantra zweimal vor, also haben wir zwei Häufchen gemacht. Wenn wir dann den Reis, jetzt nehmen wir dann Swaha, am Schluss noch Swaha, gebe ich den Reis und dann singe ich weiter. Und Suryaye bedeutet so viel wie, ich begrüße das aufgehende Licht, das Feuer, das Leben bringt, ja, und so weiter. Wenn dann die Sonne untergeht, singt man eben statt Suryaye einfach nur Agnaye. Ansonsten bleibt der komplette Text gleich. Agnaye bedeutet so viel wie eben, ich verabschiede wieder das Licht, aber ich weiß, es kommt dann wieder und Kraft bleibt immer wieder, immer da, ja. Okay. Merkt euch einfach an, bei Swaha, nach Swaha, den Reis geben, ja. Und da wirklich schauen, wenn man den Reis reingibt, es ist so heiß, das Feuer, dass man halbwegs guten Abstand hat, darum hat man so einen langen Löffel da, der hilft unheimlich stark, ja. Durchschauen auch immer, dass er dann recht sauber ist. Und in den ersten 4 Minuten muss man das Mantra singen. Ihr hört es dann nochmal. Ich werde es dann so machen, als wenn es genauso wäre, ja. Okay. Dann machen wir jetzt einfach die Vorbereitung. Sagen wir, es ist jetzt 5 Minuten vor Sonnenaufgang. Das heißt, ich nehme mein Streichholz und zünde mal
den Amtsündern, den Kuko, die meiner Schöpflöffel, den zünde ich an, das gibt dann ein bisschen größeres Feuer und dann weiß ich, ich habe genug Zeit, die drei Stickeln anzuzünden. Ja. Dann ein bisschen eine Chance. Ja, das passt schon super. Okay. So, sagen wir mal, es ist 4-3 Minuten vor. Das Feuer lassen wir dann noch ein bisschen größer werden. Wenn ich jetzt schon hinfahre, dann nehme ich wieder Sauerstoff, dann geht es nicht an. So, was wird jetzt so? Ja, jetzt kommt es. Sehr schön. Okay, und jetzt. Das G ist ein super Mitanzünder, werdet ihr gleich merken. Es brutzelt richtig wie in der Pfanne. Riecht also, als wenn man was Leckeres braten wird. Also wie gesagt, der Kuhton, der stinkt kein bisschen. Wenn der getrocknet wird, ist der geruchslos. Oder riecht wie eine Heuwiese, kann man sagen. So, seht ihr, da brennt es jetzt schon besser. Also sechs Mal braucht doch schon ein bisschen Zeit, dass das Feuer, nicht dass man nachher, das Feuer ist besser, das Feuer brennt schon gut, wenn uns dann ein Aufgang genau passiert. So, den da haben wir gesagt, so her, den da quer drüber. Und dann noch den da anzünden, den muss man dann oben drauf legen. So. Für die genaue Uhrzeit habt ihr ja zuerst die Homepage gesehen, wo man die finden kann, wo man dann eben sein Zettel ausdrucken kann, genau für den Ort. Und da gibt es super Uhren, wie ja, da, solche funkgesteuerte Uhren, wenn man da nach draußen geht, dann habe ich immer die genaue Uhrzeit mit den Sekunden. Die Sekunden, die doch exakt sein müssen. Seht, sie schaut noch nicht weltbewegend aus, aber das wird es richtig werden. Vor allem, ich gebe jetzt noch ein bisschen G oben drauf. Dann wird Brandbeschleuniger. So. Ein bisschen das Feuer reinhalten, dann schmilzt es drauf. Wird nicht auslaufen, das Feuer, sondern... Aha, das Feuer mag das G. So, dann ein bisschen drauf. Und den Reis dann eben schauen, wirklich, dass man auf den Kuhton drauf wirft, nachdem man das Swaha rezitiert hat. So, das reicht dann schon mal. So viel Chi braucht man auch nicht. Sippelt jetzt da auf den Boden runter, das Bodensticker. Das muss man jetzt nicht so arg bestreichen, weil das alles, die ganze Chi jetzt da runterläuft und ist super gut beschleunigt. So, den Löffel, den kalten wir uns jetzt eben für den Reis auf. So ist auf die Schale drauf. Das G brauchen wir jetzt nicht mehr. Kann man ruhig weg tun. Die Zange, je nachdem wie man es braucht. Gell. Man ist auch nicht empfindlich mit dem Feuer. Okay. So, jetzt sind ungefähr so 3-4 Minuten vergangen. Und jetzt ist die Zeitausrechnung ziemlich genau, ja. Das Feuer ist jetzt ausreichend. Und jetzt tickt die Uhr. Sind frei von den Gedanken, ohne Erwartung. Nur in unserer Liebe mit der gesamten Universum und der Erde. Heute die Schale bereit, den Reis. Okay, und jetzt haben wir einfach, die Sonne geht auf und die sind das war Suraje. Schaufelt schon vorher rein. So. Ich klicke in das Feuer natürlich. Suraje Swaha. Surya Yedam Namama Prajapataye Swaha
Rajapataye Idam. So, wie gesagt, es raucht es überall, weil das ist wirklich, braucht Baka-Panik haben, ja. Der raucht, der ist gesund, kannst du vertrauen. Jetzt ist das Feuer abgeklungen, es glüht nur ein kleines bisschen. Man lässt es eben 12 Stunden lang stehen und dann macht man das Sonnenuntergangsritual, das Agnaye, nimmer Surya. Wenn man keine Zeit hat, 24 Stunden lang. Man sollte es eigentlich da stehen lassen, muss man aber nicht, ja, wenn es möglich ist. Es hat einfach eine bessere Wirkung, es ist nur mehr potenziert und ausgelangt. Okay, und jetzt ist da eine Asche zurückgeblieben. Da haben wir den Reis drauf, das ist der Kudung und der Chede ist komplett verbrannt, ja. Und ich habe da jetzt natürlich das jetzt heiß, das kann man nicht vorarbeiten, jetzt muss ich erst abkühlen, ja. Und da habe ich etwas vorbereitet. Da habe ich eben dieses hier, das ist von vor 12 Stunden, was ich gemacht habe, ja. Und seht, es ist nicht mehr heiß, man kann reinfahren mit dem Finger. Und da seht ihr, das sind die kalten Reisstücke. Das alles jetzt werden wir verarbeiten. Sofort ist er weg. Also, nehmen wir mal so eine Schüssel. Dann brauchen wir einen ganz gewöhnlichen Sieb. Auf die Seite tun. So, also auch den Sieb da her tun. Dann nehme ich so einen Pinsel her. Da. Den Pinsel. Wichtig ist bei der Kupferpyramide, dass man echt keine Metalle hernimmt zum Rauskratzen. Wenn man eine ganz dicke Ohrgeschichte ist, dann höchstens. Da werden mitgenommen. Nimmt man höchstens einen Holzlöffel, also einen Holzspachtel oder was. Da kann man dann ein bisschen kratzen, ja. Aber das ist auch schon eher mehr ein Pinsel, ja. Den Pinsel benutzt man dann immer nur für diese Arbeit, ja. Da kann man die Pyramide super auspinseln. Da staubt dann nichts mehr. Da, und schön rein damit. Seht ihr jetzt, die Pyramiden ist fast komplett sauber. Da ist ein bisschen schmierig, die Schmiere passt, macht nichts. Von Mal zu Mal, wenn man es benutzt, sind immer dieselben Zutaten. Ja? Okay. Also, da haben wir jetzt den ganzen Staub. Dann druckt man das und siebt dann da so durch. Und dann mit den Fingern auch schon nachhelfen. Den Reis, er ist nicht ein bisschen stabiler. Darum hätte ich den Reis auch mit den Fingern immer gern zu drucken, weil ich möchte ihn gern dabei haben. Die Asche, was da zurückbleibt, ja, die kann man eben, wie schon gesagt, dann in Heilsalben einbauen oder in Elixiere mit einschütten oder über das Gewürz zum Essen hernehmen oder ins Gießwasser tun zum Gießen oder in die Erde überhaupt einarbeiten, dass dann das Gemüse wachsen kann, ja. Auch dafür würde ich zu viel erzählen. Die Homepage und die Links, was ich eben dann zeige, die könnt ihr super noch weiter nachforschen. Wie gesagt, da, jetzt kann man das super einpulvern.
Das macht man dann so lang, bis wirklich fast wirklich alles drin ist. Man wird nichts wegschmeißen. So, mit dem Finger fahre jetzt drüber und dann geht das super wunderschön und super schnell. So. Und was wirklich total widerspenstig ist, die Kerne nehme ich doch nicht her. Ja? Die tue ich schon aus, sodass dann wirklich nur noch da Pulver ist. Das setzt sich so gut um, ist ein bisschen heller, der Reis ist ein bisschen dunkler. Ja, ein bisschen. So. Genau. Und diese Asche da, das ist jetzt das Heilkräftige, ja. Was eben super dünn ist und ein Heilmittel. Noch intensiver wird die Asche, wenn man sie brennt, ja. Ich glaube, bei 800 Grad oder so sieht man sie brennen, dann wird sie schneeweiß. Dann ist sie viel pulvriger und ist für Salben auch besser geeignet, weil sie da nicht so grob ist. Und im Wasser löst sie sich besser auf, geht dann besser im Körper, schneller im Körper über, ja. Genau. Also geniert euch nicht, dass da jetzt Kudum, wo Asche ist, wie gesagt, antibakteriell der Kudum, virell, antimykid, da habe ich meine alte Asche, ja, und da kommt es da alles zusammen rein. Mal ein paar bessere Tage, mal ein paar schlechtere Tage, wenn man die Zeremonie vielleicht macht am Anfang, ja. Wenn man die Asche dann zusammenmischt, zusammen potenziert sie sich, ja. Man kann auch Vollmond, nach Belieben Asche, was man mit Vollmond macht, extra lagern, bei Neumond extra, oder wie auch immer. Da, dann jetzt ist die Asche übrig lassen. Die da, die geben wir zu der Blume rein, die gefreut sich. So, die bewahre ich dann auch, dunkel und so, Gläsern. Und verarbeite dann eben nach Belieben, ja. Okay. Ich glaube, insofern hier haben wir jetzt alles. Am Schluss blende ich noch ein paar Links ein und forscht selbst eben noch. Übernehmt jetzt alles, was ich gesagt habe. Wie gesagt, recherchiert im Internet noch. Bildet euch selbst da fort. Und es ist eine so einfache Zeremonie, ja. Das kann ja jeder machen. Und umso mehr Menschen das machen, umso geheilter kann unsere Erde werden, ja. Die Erde, die Tiere, die Pflanzen, der Mensch. Eure Nachbarn geht's, werden sichtbar fröhlich und besser sein, wenn ihr es regelmäßig zu Hause ausführt. Vorzugsweise natürlich draußen in der Natur. Und viel Spaß beim Nachmachen, beim Entwickeln der Sachen, was man da, was sich daraus dann ergibt. Und ja, ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei CryptoTV. Mal schauen, was wir da wieder für ein spannendes Thema für euch mitnehmen. Bis bald, seid frei, behütet und beschützt. Und hier seht ihr nun die Aufnahme, die ich vor 2 Jahren in der freien Natur praktiziert habe. Damals zum Sonnenuntergang. Agnaye Svaha Agnaye idam namama Prajapataye svaha Prajapataye idam namama Bevor ich jetzt mit diesem Video schließe und euch zu guter Letzt ein paar wundervolle Links zeigen werde zu anderen filmischen Dokumentationen über das Agnihotra Homa, möchte ich noch einen kleinen Nachtrag hinzufügen. Wie ich schon erwähnt hatte,
kann man diese Feuerzeremonie wunderbar für die Psychotherapie, für die Landwirtschaft, für die Umwelt, der Medizin und für die Biogenetik benutzen. Bei der Psychotherapie beseitigt es eben Stress und Spannungen, die auf der Psyche lasten. Reinigung eines Gebietes von negativen Denkmustern, die auf die Psyche einwirken. Erziehung zu einer positiven, durch Liebe charakterisierten Einstellung in einem Gebiet und Reduktion von Zorn und selbstdestruktiver Verhaltensmuster. Förderung von Motivation, um sich von Drogensucht und Alkoholismus und etc. zu befreien. Bei der Landwirtschaft eben ist es sehr gut für den Anbau von Gemüse, Obst, Getreide. Braucht man eben keine chemischen Düngemittel oder Insektenvertilgungsmittel, Pestizide und Herbizide. Ich habe auch schon Berichte gehört, dass man mit radioaktiven Brennstäben Experimente mit den Agnihotra homa gemacht hat. Da hat man in Schutzanzügen über den Brennstäben dieses Agnihotra homa praktiziert und man hat dann wirklich nachweislich gemessen, dass die Radioaktivität zurückgegangen ist und teilweise bei manchen sogar komplett verschwunden war. Ja, und bei der Umwelt ist es ja eben so, wie eigentlich das Agnihotra-Homa generell funktioniert. Es reinigt die Luft, die wir atmen. Und durch Entfernung von Giftstoffen in der Atmosphäre, Reinigung von verschmutztem Wasser, Verbesserung des Gehalts an Nährstoffen im Zwischenraum zwischen den Planeten, Beeinflussung der Wolken, um nährenden Regen hervorzurufen. Doch dazu komme ich dann noch kurz später. Ja, und bei der Medizin ist es eben in der Human-, Veterinär- und Pflanzenmedizin geeignet, die Homa-Atmosphäre und Homa-Asche zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten, wie es eben in Ayurveda beschrieben ist. Ayurveda ist ja auch ein Teil der Schriften aus den Veden. Zu Anfangs des Videos sagt ihr, es gibt Themengebiete in den Veden, wie in der Quantenphysik, auch bei Ritualen. Und Veda bedeutet übersetzt Wissen und Ayurveda bedeutet das Wissen um die Erhaltung der Gesundheit. Da geht es eben nicht darum, wie man Krankheiten dann heilt, sondern dass man sie generell gleich vermeidet. Jeden ist jetzt mittlerweile ja Ayurveda schon bekannt. Ja, und zu guter Letzt bei der Biogenetik, da kann man Menschen vor Unfruchtbarkeit befreien und so weiter. Da komme ich dann aber auch noch später genauer dazu. Und das Agnihotra Homa ist die Grundlage für alle Techniken der Homa-Therapie. Ja, was ist die Homa-Therapie? Homa ist ein Sanskrit-Wort, das synonym mit Yajna benutzt wird. Yajna ist der Fachbegriff aus der vedischen Wissenschaft der Bioenergie, der den Prozess der Entfernung von toxischen Zuständen der Atmosphäre mittels Feuer bezeichnet. Dies bedeutet Heilung und Reinigung der Atmosphäre mit Hilfe von Feuer. Sie heilen die Atmosphäre und die gereinigte Atmosphäre heilt sie. Dies ist die zentrale Idee der Homa-Therapie. So, und jetzt gibt es eben ganz spezifische Jainas für spezielle Zwecke. Ja. Die Grundlage, das ist immer so, wie wir jetzt das Agnihotra so immer vollführt haben, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch Yajnas, die was für andere Zwecke geeignet sind. Das, was wir jetzt gelernt haben, heilt eben die Atmosphäre, worum die Atmosphäre uns heilt und die Natur und alles. Und dann gibt es eben das Viaruti-Homa, ja. Man kann dieses Homa zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Außer für das Agnihotra-Feuer vorgeschriebene Zeiten, also zu Sonnenauf- und Untergang. Da bereiten wir das Feuer wieder auf derselbe Weise vor wie bei Agnihotra. Nur da gibt es eben vier Mantras.
Nach dem ersten, zweiten und dritten Mantra geben wir jeweils ein paar Tropfen Chi ins Feuer. Nach dem vierten Mantra geben wir einen Teelöffel voll Chi ins Feuer. Man kann dieses Homa machen, bevor man zum Beispiel ein Treffen oder eine Sitzung beginnt. Das schafft eine angenehme Atmosphäre für die Anwesenden. Das Om Triambakam Homa. Denn bei diesem Homa gibt es nur ein Mantra. Und nach dem Wort Swaha gibt man ein paar Tropfen Chi ins Feuer. Das Mantra wird wiederholt und man gibt nochmals einen Tropfen Chi ins Feuer. Und man kann dies beliebig lang durchführen. Wenn jedoch beim Durchführen des Homa der Zeitpunkt von Sonnenauf- und Untergang kommt, dann singt man gemäß der Beschreibung für das Agnihotra Homa, das Agnihotra Mantra, und gibt etwas Chi mit vermischten Reis ins Feuer. Es ist gut, dieses Homa nachts im Zimmer eines schlafenden Kindes zum Beispiel durchzuführen. Dies hat eine gute Wirkung auf das Kind. Tausende von Menschen auf allen Kontinenten machen dieses Homa zu Hause regelmäßig am Abend für 15 Minuten. In der Homa-Landwirtschaft wird dieses Homa 4 Stunden hintereinander durchgeführt. Ja, das Mantra von Om Triambakam ist ja auch als ein lebensverlängerndes Mantra bekannt. Und es gibt ja eben Orte auf der Welt, da brennt eben das Feuer immer und ewig. Es wird geschaut, dass es nie ausgeht. Da wechseln sie dann genügend Leute ab, damit das Feuer immer am Leben bleibt. Und eben auch gerade besonders eben bei Voll- und Neumond. Es ist ganz wichtig, sowas durchzuführen, weil wir ja alle wissen, wie Voll- und Neumond auch sich auf die Psyche der Menschen auswirkt. Ja, dann gibt es eben so medizinische Yanyas noch, da mischt man verschiedene Kräuter dazu. Das ist aber jetzt ein bisschen zu weit zum Erklären, ja. Was ich vielleicht nur erwähnen kann, es gibt auch regenerzeugende Yanyas. Das ist für Wüstengebiete sehr empfehlenswert. Und wo ich dann am Schluss auch noch gesagt habe, Fruchtbarkeits-Yanyas. Die werden eben durchgeführt, um die Unfruchtbarkeit eines Menschen zu heilen. Es gibt auch Yanyas, die man durchführt, um ein männliches Kind zu bekommen. Es gibt Yanyas, die man durchführt, um ein weibliches Kind zu bekommen. Und es gibt Yanyas, um besondere Qualitäten in den Nachkommen einzupflanzen. Naja, also sicher humanere Genmanipulation, wie es Monsanto macht. Okay, so, also forscht eben selbst noch zu den verschiedenen Yanyas, was man machen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, gell? Und die Videos hier, wenn ihr euch das auf YouTube anseht, könnt ihr jetzt gleich direkt auf den gewünschten Film auf dem Bildschirm klicken und ihr werdet sofort zu den Film weitergeleitet. Wenn ihr dieses Video nicht bei YouTube seht, funktioniert diese Technik nicht, aber unten dabei steht die Linkbeschreibung noch. Die könnt ihr dann euch aufschreiben und in den Computer eingeben. Und auch alle anderen Informationen wie Linkverweise und so findet ihr auch in der YouTube-Videobeschreibung. Da könnt ihr sie dann auch nochmal anwählen. Nun wünsche ich euch wirklich viel Spaß beim Ausprobieren und seid frei, behütet und beschützt.